So, hallo und willkommen zurück bei Fishing Barrens Sea. In der Vorveröffentlichungsversion. Das Spiel haben wir freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen und das ist ab dem 7. Februar 2018 auf Steam erhältlich. Und in Folge 1 haben wir bereits das Tutorial durchgespielt und jetzt starten wir mit Folge 2 und schauen uns erstmal das Menü ein bisschen näher an. So, da geht's los. Was haben wir? Womit geht's los? Mit dem Fischmarkt, den kennen wir bereits. Hier haben wir erstmal alle Fische, die wir in Hammerfest verkaufen können. Und dann sehen wir auch die Preise dahinter. Dann haben wir noch den Köder-Shop. Hier haben wir unsere Langlein. 4 Stück gehören uns. Die habe ich jetzt bereits bestückt. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Hier könnten wir noch ein paar zusätzliche kaufen. Funktioniert nicht, weil unser Schiff kann nur maximal 4 mitnehmen und die haben wir schon mit. Dann haben wir die Stadt. Hier könnten wir Angestellte anheuern. Geht leider auch nicht. Unser Schiff ist zu klein. Wir sind hier Einzelunternehmer und hier ist nur Platz für eine Person. Dann haben wir noch die Bank. Hier könnten wir jetzt Kredit aufnehmen. Bis 510.000 Kronen wäre möglich. Dann haben wir eine Bar. Hier könnten wir, ich sage immer könnten, weil es ist alles noch nicht... Nee, stimmt nicht, alles nicht. Es ist momentan noch nicht freigeschaltet für uns, weil wir noch ein bisschen zu wenig Reputation haben. Wir müssen einfach noch ein bisschen spielen, bevor das alles freigeschalten wird. So, keine Aufträge vorhanden. Dann haben wir noch einen Bootservice. Und weiter geht's mit dem Dock. So, Schiff haben wir vollgetankt. Es ist repariert. Und jetzt habe ich schon einige Upgrades eingebaut. 110.000 Kronen habe ich noch auf dem Konto. Was habe ich gemacht? Ich habe das Schiff jetzt ein bisschen aufgewertet. Wir haben jetzt eine Tonne mehr Laderaum. Wir haben 8 PS mehr. Wir haben jetzt ein Radar. Wir haben einen besseren Suchscheinwerfer. Und wir haben einen besseren Mast. Was jetzt jedoch der Mast für Vorteile oder Nachteile hat, kann ich momentan noch nicht sagen. Weiß ich nicht. Muss ich mich noch schlau machen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Gut. Und dann nochmal vielleicht zur Info. Hier haben wir noch ein paar Bootsinformationen über die Schiffe, welche wir kaufen können und über unser aktuelles. Also unser aktuelles Schiff hat eine Länge von 24 Fuß, Gewicht von 2,5 Tonnen. Wir können maximale Crewmitglieder mitnehmen, 0. Und wir haben eine totale, eine maximale Fangquote pro Jahr von 110 Tonnen. Dann haben wir einen Tankinhalt, 150 Liter, das ist jetzt eigentlich unwichtig. Eine Motorleistung von 15 PS, maximalen Speed von 7 Knoten und als Zertifikat bräuchten wir Amateur. Das wäre jetzt wichtig, zum Beispiel für die nächste Klasse. Wenn wir uns das Schiff kaufen möchten, bräuchten wir ein Zertifikat Junior und natürlich erstmal 450.000 Kronen. Ja, das ist schon eine Menge. Da können wir noch ein bisschen angeln und fischen viel mehr. 100.000 Kronen haben wir bereits. Okay, würde ich sagen, dann geht's mal los. Die Fischlein, Langlein habe ich jetzt bereits mit Makrelen bestückt. 4 Stück haben wir da. Und da schauen wir mal eben, warum Makrele. Weil Makrele und der Pollack und der Haddock, die beißen halt bevorzugt auf Makrele. Und die haben wir hier oben, wollte ich hin, in diesem Bereich. Da sehen wir auch, da ist der Pollack vorhanden und der Haddock und noch ein bisschen der Rotbarsch. So, gut, da wollen wir hin, da fahren wir jetzt hin. Da fahren wir aber nicht manuell, wir machen hier die Schnellreise. So, da müssen wir erstmal hier so raus aus dem Hafen und dann geht's. Upsala, na gut. Ne, die können wir löschen. So, als nächsten Punkt fahren wir dann hier hin.
Aber geht nicht. Ach so, wir müssen erstmal abdocken. Alles klar. Tja, wie es der Zufall will, sehe ich gerade hier die 1 aufblinken. Wir haben jetzt einen Auftrag. Gut, den machen wir jetzt aber nicht. Wir haben erstmal unseren Plan für heute. Das heißt, wir legen ab, starten den Motor und fahren mal hier aus dem Hafenbereich heraus. Wenn wir das Gebiet verlassen haben hier, dann können wir auch schnell reisen. So, jetzt funktioniert's. Alles klar, da sind wir gut angekommen. So, was machen wir jetzt? Wir haben ein Sonar an Bord. Da sehen wir jetzt die Fische hier unter uns. Jetzt müssen wir mal schauen. Moment, GPS. Tun wir nochmal einen Wegpunkt setzen. Den machen wir genau in der Mitte hier. Dann sehen wir ungefähr, wo diese Population war. Schalten wieder auf Sonar und fahren jetzt mal dagegen. Und wenn wir sehen, hier sind wirklich viele Fische oder ein Schwarm unterwegs, dann werfen wir unsere Leine raus. Ich habe das jetzt zuerst versucht, einfach auf diese Punkte zu fahren, Leine raus. Aber meistens ist das dann so, wenn ich jetzt die Leine auswerfen würde. Wir sind ja in dem Bereich schon ziemlich drin. Wenn wir jetzt die Leine auswerfen, dann passiert da nicht viel. Dann fangen wir einfach nichts. Dann sind die Leinen leer beim Einholen. Wir müssen schauen, dass wir jetzt wirklich hier Fischer unter uns haben. So, da kommen sie. Das heißt, Leinen raus. So, erste Leine raus, nächste hinterher. Und die nächste. Was ist jetzt los? Mein Schiff, was ist? Es geht nur noch schleppen voran. Oh, so viele Fische hier. Wahnsinn. Also das sieht man auch wirklich sehr, 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 sehr selten. Sehr schön. Vielleicht sehen wir das jetzt auch, weil wir das Radar verbessert haben. Ich habe vorhin ohne Radar versucht. Ich habe wirklich richtig wenig Fische hier drauf gesehen. Alles klar. So, jetzt haben wir unsere 4 Langleinen ausgerufen. Jetzt gehen wir wieder auf unser GPS. Jetzt sehen wir hier unsere 4 Markierungen. Und ja, 15 Minuten sind die drin. Und wir haben gelernt in dem Tutorial, mindestens 4 Stunden und maximal 48 Stunden sollte die Leine drin sein. Optimal 20 Stunden. Ja, das heißt, jetzt müssten wir irgendwie warten. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, was machen wir da jetzt? Gute Frage. Würde ich sagen, da fahren wir erstmal zurück in den Hafen. Da vergeht ein bisschen die Zeit, da verplempern wir zwar ein bisschen Diesel, aber das nützt nichts. So, 3 Stunden haben wir gebraucht bis in den Hafen, okay. So, 8 Uhr morgens haben wir es. Mal Gas. Weil 4 Langleinen müssen wir uns merken, das ist wichtig. 4 Langleinen können wir uns
Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Ja, aber ich erzähle das mal fertig. 4 Langlein können wir maximal mit dem Schiff mitnehmen. Wenn ich mir jetzt noch weitere Langlein kaufe. Oh, hoffentlich gab das jetzt keinen Crash. Weitere Langlein kaufe und die alle einholen würde, sagen wir mal 6 oder 8, sind dann die über 4 weg. Also wir können nur 4 an Bord haben. Das ist wichtig. So, jetzt schauen wir nochmal in der Bar. Der Auftrag. Warum? Wir haben jetzt zwar einen Auftrag, aber der ist noch ausgegraut. Ach so. 4 Tonnen braucht man verfügbaren Laderaum. Machen wir das mal. Ich sag mal, wir haben ja ein bisschen Geld. 4 Tonnen. Wie viel haben wir denn original? Moment. So, original haben wir 2,5 Tonnen. Nee. 2,5 Tonnen wiegt das Schiff. Oder haben wir jetzt Laderaum? So, wir werten mal auf. Nützt nichts. Plus 2 Tonnen. Wir schauen nochmal nach. Ach so, da steht's. Wir haben jetzt 5 Tonnen Laderaum. Und benötigen... auch nicht. Oder brauchen wir die Mission überhaupt nicht anzunehmen? Wir sollen ja 5,2 Tonnen Kilo Pollack liefern innerhalb von 7 Tagen. So, 4 Stunden. Wir sehen aber, das ist noch alles rot markiert. Die brauchen wir noch nicht einholen. Was macht man da jetzt? Die Mission konnte ich jetzt nicht annehmen. Da müssen wir einfach gucken, wenn wir das jetzt abliefern, ob das so funktioniert. Dass die Mission zufällig erscheint und wir die dann so abarbeiten müssen, wie sie da sind. Wir machen das anders. Ich kaufe mir mal noch 2 Leinen. Kosten 5000 Kronen. Also die sind auch nicht gerade billig. Jetzt tun wir die mit Makrele bestücken. Dann werfen, dann werfen wir die jetzt nämlich aus, die Leinen. Dann können wir nämlich die anderen schon mal langsam wieder einholen, weil alle 4 kommen wir nicht mit einmal rein. Das übersteigt unseren Laderaum. Ich glaube, 2 Leinen ist schon maximal. So. Pollack. Würde ich sagen, tun wir hier noch die 2 Leinen hinwerfen. Sonar an. Leinen vorbereiten. So, gebt mal Gas. Schauen wir. So, da sehen wir, wir sind eigentlich mitten in dem gelben Punkt, aber kaum Fische auf dem Sonar. Wenig. Wenn wir jetzt hier auswerfen, da haben wir gar nichts dran und wir haben ein paar Fische. Und
Meistens hat man da gar nichts dran. Ja, da haben wir vorhin richtig Glück gehabt, dass wir da so große Schwarm erwischt haben. Moment, wir können ja noch mal das Gebiet gucken hier. Schwarm, der wir suchen. Was machen wir da jetzt? Wir sind eigentlich mitten in dem Gebiet, wo hier die Fische uns angezeigt werden. Jedenfalls auf der Karte. Dann wisst ihr was, wir testen das einfach mal. Wir fahren jetzt hier mal durch. Dann werfen wir mal die Leine aus und dann sehen wir, ob wir was fangen oder ob das hier wirklich eine Nullnummer wird. Jetzt haben wir überhaupt keinen Fisch mehr. Ich werfe mal die erste Leine aus. So, die zweite Leine auch noch aus. Gut, da müssen wir schauen. Wir waren hier wirklich mitten im Gebiet. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. 8 Stunden. Ist aber komischerweise nicht grün geworden, obwohl ja so viele Fische auf dem Sonar waren. Gut. Würde ich sagen, da machen wir da mal hin. Ah, jetzt ist gelb. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Dazu... Ja, da müssen wir einfach ein bisschen hin und her fahren, dass die Zeit vergeht. Okay. Jetzt ist es grün. Jetzt können wir sie einholen. 13 Stunden waren sie drin. Ist fast perfekt, aber das reicht für mich. Oh. Werfer hier anmachen. Gut. GPS. Netze voraus. Langlein. Natürlich nicht Netze. Ja, hier liegt. Hier liegt die Reihe. Okay, da geht's los. 14 Stück haben wir dran. Ich denke mal, das ist ein guter Schnitt. Ja, die Prozentzahl.
Was die genau bedeutet, weiß ich nicht, aber ich weiß, wie die zustande kommt. Das ist mir jetzt schon aufgefallen. Wenn wir blau perfekt erreichen, bekommen wir plus 5%. Erreichen wir grün, bekommen wir plus 3% dazu. So, 35%. 38, jetzt war es grün. Ja, immer 3%, wenn es grün ist. So, vorletzte Fisch. Alles klar, dann nehmen wir die mal aus. So, da habe ich mir jetzt so eine kleine Taktik, kann man gar nicht sagen, parat gelegt. Einfach ein bisschen schnell sein. Meistens klappt das. Oder auch nicht. Das war jetzt wieder der richtige Vorführeffekt. Nee. Gut, jetzt wisst ihr, wie man es nicht macht. Das war perfekt. So wollten wir es eigentlich machen. Aber da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das ist echt nicht leicht hier, dieses Ausnehmen. Gut, und hier drüben, rechts, hier haben wir unser Boot. Und da sehen wir jetzt auch unsere Füllmenge, das heißt, unser Boot. 2600 Kilo haben wir im Bauch, 2300 können wir noch mitnehmen. Also eine Leine können wir jetzt noch einholen. Aha, guckt mal hier. Durch den Scheinwerfer werden die Boje richtig schön angeleuchtet. Was? Keine Fische gefangen. Obwohl wir das mitten mit dem großen Schwarm ausgeworfen haben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht war es zu nah zusammen. Hier dasselbe. Haben die echt alle mit einer Leine weggefangen? Tatsache. Also. Das haut mich jetzt um. Jetzt haben wir die ganze Population mit einer Leine gefangen und die anderen Leinen waren jetzt sozusagen leer. Gut, da haben wir jetzt wieder was gelernt. Die liegen 6 Stunden im Wasser. Gut, die nehmen wir jetzt noch mit. Wir haben frei. Ach nee, die können wir gar nicht mitnehmen. Warum nicht? Weil wir jetzt schon 4 Leinen an Bord haben. Wenn wir die jetzt noch auflesen würden, würden die Leinen weg sein. Das heißt, wir müssen erstmal in Hafen. Alles klar, da geben wir jetzt mal die Fische noch ab und dann schauen wir, ob sich da bei der Mission was getan hat. Ob die Fische jetzt zählen oder nicht zählen. So, unser Licht können wir jetzt ausmachen. So, da sehen wir hier unsere Fangquote. Da haben wir unten noch die Langleitinformation. 9 Stunden sind im Wasser. So, Haddock. Hammer. 5000 Kilo, Pollack haben wir 1600 Kilo. Okay. Können wir verkaufen.
So, jetzt schauen wir mal. Ja. Gut, da muss ich mich nochmal schlau machen, wie das hier mit den Missionen funktioniert. Würde ich mal sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns das mal näher an. Und wir machen jetzt die erste Folge mal Schluss. Habt ihr gesehen, wie man es eigentlich nicht macht, dass man nicht vier Leinen hintereinander ausbringt. Gut, ich hoffe, das ist jetzt nicht negativ angekommen. Wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin.